Konnichiwa. Hallo, ich bin Himeka. Das hier ist mein Haus. Ich bin da. Das hier sind meine Tante und meine Mutter. Die beiden machen ein Spiel, wer schneller rechnen kann. Das ist mein Cousin, er bereitet einen Kreisel vor. Und das ist mein Opa, er guckt allen zu. Wir sitzen immer auf diesem Teppich, man nennt ihn Tatami. Im Sommer hält er den Raum kühl und im Winter wärmt er. Das hier ist ein traditioneller Kreisel. Man rollt eine Schnur um ihn, mit der man den Kreisel zum Drehen bringt. Das Ziel ist, dass er sich möglichst lange dreht. Fertig, los! Es ist schönes Wetter. Wir machen jetzt draußen einen Kalligrafiekurs. Ich werde die Worte schöner Himmel schreiben. Opa hilft mir, die Linien gerade zu zeichnen. Das muss so groß werden. Mein Opa ist sehr geduldig. Noch ein bisschen länger. Ist okay, oder? In der Schule mag ich Mathe und Naturwissenschaft. Kalligrafie mag ich nicht so, das ist zu kompliziert. Das hier ist gut, aber hier müsste es etwas runder sein. Hier ist das Ergebnis. Der erste Teil bis hier bedeutet schön und das heißt Himmel. Hier ist die Trainingshalle, man nennt sie Dojo. Kommt mit. Zum Sumo-Ringen trägt man diesen Gürtel, den Mawashi. Wir Mädchen haben Kleidung drunter, die Jungs nichts. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Vor den Kämpfen müssen wir uns gut aufwärmen. Und los! Die Regeln vom Sumo-Ringen sind einfach. Man schiebt den Gegner und sobald ein Körperteil über den Ring hinausgeht, hat man verloren. Es gibt nur wenige Mädchen, die Sumo-Ringen machen. Im Fernsehen zum Beispiel sieht man kaum Frauen. Ich finde es aber wichtig, dass es auch Sumo-Ringerinnen gibt, auch wenn es nicht immer einfach ist.